Ja, hallo und herzlich willkommen hier zur, lasst mich überlegen, 12. Folge von Startup Company hier auf MicroHazard TV. Ich bin es natürlich wieder, euer Ice Dragon, und begrüße euch hier ganz herzlich bei uns auf unserem Kanal. So, wir haben in der letzten Folge etwas Personal wieder mal besorgt und werden das auch weiter tun. Hier setzen wir jetzt einfach mal die Pauline Heinz hin und hier kommt jetzt Eddie Ferguson hin. So, und dieser Manager hier wird jetzt natürlich einige wieder abgeben, nämlich diese. Und dieser Manager hier wird sich jetzt kümmern um Amanda Cruz und Charlie Scott. Und dieser Manager wird sich kümmern um Lizzie Lambert und Wayne Higgins. So, allerdings braucht der Personalchef jetzt natürlich auch noch, dass er Pauline Heinz und Eddie Ferguson mitverbracht. Er kann nur drei. Dann müssen wir sie wohl verbessern und dann kann sie nämlich 5. So. Die muss hier alle versorgen. Ja. Der Personalchef muss hier alle versorgen. Wir müssen noch ein bisschen Zeiten anpassen, sehe ich gerade. Und zwar bei... Das passt. Pauline Heinz, die braucht eine andere Arbeitszeit. Wir arbeiten bitte von 8 bis 15 Uhr. Dann haben wir noch Eddie Ferguson, die ganzen Neueingestellten halt. Ne? Eddie Ferguson ebenfalls von 8 bis 15 Uhr wird hier gearbeitet bei uns. Und ja, wir müssen da jetzt natürlich hinterher sein, dass wir hier überall die ganzen Zeiten anpassen. Matthew Potter möchte noch bis 16 Uhr arbeiten. Gibt's nicht. Hier wird noch 7 Stunden gearbeitet und keine 8 Stunden. Ja, wir sind eine gute Firma. Bei uns wird hier nicht ausgebeutet, ja. Wenn ich auch sehe, was die verdienen, ist das definitiv kein Ausbeuten. So viel würde ich auch gerne mal verdienen, was die hier im Monat kriegen, ja. Ganz ehrlich. So viel würde ich auch gerne verdienen. So 8, 15, 15, 15, 8, 8, 8. Hier ist noch 16. Dylan Stevenson will noch bis 16 Uhr. Gibt's nicht. Wir haben hier eine feste Arbeitszeit. So, haben wir über eine 8 stehen? Ja, haben wir über eine 15 stehen? Ja. Sehr schön. So, alle arbeiten natürlich in der Zeit, natürlich der Personalmanager natürlich auch. So, läuft alles. Sehr schön. So, dann haben wir das schon mal erledigt. Das heißt, die arbeiten jetzt natürlich alle hier problemlos weiter, so wie gehabt. Und wir werden uns jetzt, da ich das ja machen wollte, schon mal darum kümmern, einen, einen DevOps einstellen, denn wir haben noch keinen. DevOps können virtuelle Server erstellen, um deine Anwendungen zu unterstützen. Und dann wird die Friends hier die Server erweitern können und da stellen wir mal einen ein. Und der braucht natürlich erstmal einen Arbeitsplatz, stelle ich fest, denn wir haben keinen mehr frei. Und kriegt sein eigenes Büro direkt neben dem Personalchef, quasi unten in der Ecke. So, und ich könnte ihn auch da oben hinsetzen. Ha. Ne, da kommt dann die Werbeabteilung hin, da kommt dann die Vermarkter hin. Oder die kommen später hier, wenn die Forscher irgendwann wieder wegkommen. So, aber erstmal sitzt er hier unten und kann da unten in der Ecke seine Ruhe haben. Können natürlich noch ein bisschen Optik hier noch ein bisschen so, ne? Bisschen schöner machen alles. Aber lassen wir erstmal wieder laufen, die Zeit, damit wir erstmal weiterarbeiten. Und die ersten Bewerbungen kommen natürlich schon wieder rein. Ihr seht, MHD Friends steigt und steigt und steigt, ja. Das ist hier unglaublich. Vor allem die Mobile-Nutzer steigen hier ins Unermessliche. Verbessern können wir aktuell noch nichts. Die Webstartseite wieder das nächste. Aber allerdings, da brauchen wir noch ein bisschen Module für. Aber da ackern wir dran schon. Wir arbeiten ja dran. Neue Version, Hosting, vermarkten können wir wie gesagt noch nicht. Da brauchen wir natürlich einen Vermarkter und den haben wir natürlich noch gar nicht. Jetzt geht es ja erstmal nur um einen DevOps. Clayton Wolf wäre aktuell mein Kandidat. Weil Lily Welch ist mir zu langsam und Cornelia Dings ist mir auch zu langsam. So, jetzt wäre der Wechsel auf Ricky Guzman, der mir jetzt besser gefallen würde. Weil er weniger kostet und schneller ist. Somit, er ist zwar günstiger, aber Jacob Watson. Oh, Ricky Guzman, du bist aktuell mein Kandidat. Aber es läuft ja noch ein paar Stunden, die Bewerbungszeit hier. Also vielleicht kriegen wir noch einen besseren, wer weiß. Noch ein bisschen Geduld haben. Ernest Higgins hat sich beworben. Und wir müssen auch mal ein bisschen darauf achten, dass wir halt auch... Wer arbeitet denn hier noch?
Ach, die Manager arbeiten noch. Was macht ihr denn hier? 8 bis 15. Ach so, die haben ihre Arbeitszeit erst am nächsten Tag. Also ab heute arbeiten alle entsprechend ihrer Zeit. So, jetzt gucken wir nochmal in die Bewerbung rein. Ich hoffe, es sind noch alle da, die ich vorher schon hatte. So, wie lange würde das noch laufen? Eine Stunde. Gut, das können wir noch machen. Die eine Stunde. Können wir das noch abschließen. Die Bewerbungsfrist hier quasi. Wir haben einen Auftrag bekommen. Billy Russell hat sich noch im letzten Moment beworben. Billy Russell ist mir aber zu langsam. So, Ernest Higgins ist mir definitiv zu langsam. Aktuell sieht alles nach Ricky Guzman aus. Ist er der teuerste? Ne, nicht der teuerste. Wir nehmen Ricky Guzman. So. Wir haben einen DevOp und den platzieren wir jetzt. Anforderungen nicht zu erfüllen. Achso, da fehlt ihm natürlich das Grundmaterial wahrscheinlich. So, er hat jetzt hier ganz viele Dings, egal, Module herstellt, haben aber keine Backend-Komponenten mehr. Das heißt, er darf jetzt einfach mal da brauchen wir auch Backend-Komponenten, da brauchen wir Backend-Module. Abbruch. Er macht erstmal jetzt gar nichts am besten. Denn wir müssen unbedingt Backend-Komponenten herstellen. Der kommt ja kaum hinterher. Wer kann denn noch Backend-Komponenten machen? Kann noch wer Backend-Komponenten machen? Warte mal, du machst Backend-Komponenten. Du machst Netzwerk und Verschlüsselung. Du machst die semantischen, also die erweiterten hier schon. Du natürlich auch. Dann müssen wir mal wechseln langsam, dass die mal die anderen herstellen. Der macht die Verschlüsselung. Er kann noch Backend. Dann mach du mal auch Backend bitte mit. Macht immer beide Backend. Und wir lassen mal laufen und Frontend-Module haben wir jetzt auch schon 8 Stück. Machen wir mal, ja gut, machen wir noch 2 und dann ist gut. So, im DevOps ist platziert, jetzt gucken wir uns den nämlich mal an. Ja, den haben wir uns ja noch gar nicht angeschaut. Und jetzt wollen wir mal kurz Pause machen währenddessen, gucken wir uns den in Ruhe an. So, Entwicklung für den DevOps, ja. Wähle eine Komponente zur Herstellung aus. Und ihr seht jetzt, er kann jetzt hier virtuelle Hardware herstellen. Er kann also als Komponenten ein Betriebssystemkomponente und Firewall-Komponente, alles Anfänger, also mehr kann er noch gar nicht. Und die gehen noch alle relativ schnell. Also ich glaube, da brauchen wir echt nur diesen einen, neu bei der Grafik auch. Den schalten wir jetzt alle drei Sachen frei und dann können wir ihn hier einfach mal aufsetzen irgendwo. So, seine Arbeitszeit, achso, er muss erstmal von einem Manager verwaltet werden. Setzen wir ihn noch auf ihn hier. Was macht denn er gerade? Er macht Forscher und Dings. Ja, du kriegst auch mit dem DevOps noch mit rein. Und bitte von 8 bis 15 Uhr wird gearbeitet bei uns. Und dann machst du erstmal virtuelle Hardware. Und auf geht's. So, du hast einen Auftrag für mich. Hohe Dringlichkeit, da machen wir natürlich teuer. Und gucken wir mal. Na, kein weiteres Angebot? Doch. Wir haben natürlich gewonnen und geben das ab und haben 72.000. Ja, und lassen uns halt wieder laufen. Und ihr seht, wir kamen jetzt gleich mal hinterher, die Module hier herzustellen, weil sie kann jetzt auch nicht mehr, weil sie keine Schnittstellenmodule mehr hat. Also schnell mir die Schnittstellenmodule wieder her. Und ja, und er könnte dann langsam mal wieder Backend-Module her, hier die Backend, doch Backend-Module herstellen. So. So, also wieder Module bekommen wir alles. So, hätten wir dafür alles? Nein, da fehlen uns die Schnittstellenmodule, aber auch hohe Dringlichkeit und da fehlen nur 2. Das kriegen wir hin. Das ist kein Problem. Solange sie sich nicht krank meldet, ist das kein Problem. So. Gut, läuft alles. Alle Mitarbeiter sind auch glücklich und froh. Es ist sehr schön. Und, haben wir schon genug? Nein, einer fehlt noch. Ist aber schon in Arbeit. Allerdings gleich Feierabend. In einer halben Stunde hier in der Firma ist Feierabend. Aber das schafft sie noch. Das schafft sie noch. Ja, sehr schön. Nochmal 28.000 rein. Wir haben das erste Mal die 100.000 Dollar Marke geknackt, wie ihr seht. 100.000 Dollar haben wir in der Zwischenzeit. Und ja, was soll ich sagen? Wir könnten bald selber schon Kredite vergeben an andere. Und hier werden wir das Büro hier etwas aufpeppen. Ja, ein bisschen schöner gestalten alles. Schauen wir mal einen Snackautomat hin. Am Fenster ist vielleicht nicht so schön. Ja, stellen wir ihn dahin, da ist gut.
So, haben wir Snackautomaten. Der durch die Wand durchglitscht. So, dann haben wir, dann möchte ich noch mal Pause. Dann möchte ich noch natürlich eine Kaffeemaschine. Ja. Ist aber daneben. So. Sehen wir zwar nicht wirklich, aber Kaffeemaschine. Und natürlich noch ein Wasserspender, ja. Also. So, Wasserspender. Dann machen wir hier jetzt noch, könnten wir so eine Couch entweder hinstellen oder eine richtige Couch. Nehmen wir eine richtige Couch, was wollt ihr? Wir nehmen eine richtige Couch, Banner. So passt sie natürlich nicht, aber so passt sie. Sieht ein bisschen eng aus alles, ne? Oh, egal, da kann man sich schon hinsetzen. So, ansonsten können wir ja hier vorne noch so ein bisschen was zum Ausruhen hier. So ein bisschen Pause machen kann. Ja, so, nur eine kleine Ecke machen hier. Noch einen Hocker ran. So. Dann gibt es hier noch so einen Fernseher. Das wird mal spendabel jetzt ein bisschen. Platzieren wir mal um. Komm mal hier rüber auf die Seite. Und dann wird der Fernseher da eingestellt. So, rutscht das hier mal ein Stück. Hocker in die Ecke. So. Eine kleine Sitzecke hier quasi. Eine Pflanze können wir noch irgendwo hinstellen. Dahin. Und ein bisschen hier. Ne? Ein bisschen schicker muss er sein. Nur einen schwarzen Sessel irgendwo hinstellen. Ne? Dicken fetten Sessel hier. Na, ganz zustellen will man es ja auch nicht, ne? Schränke hier irgendwo platzieren. Man kann sagen, was ist mit dem Schrank los? So, wenn wir einfach einen Schrank an die Wand stellen, zum Beispiel. Allerdings so einen dicken fetten Schrank brauche ich eigentlich jetzt nicht. Ist ein kleiner Schrank. Kleiner Schrank. Aber die steht halt aber nicht bis an der Wand dran, das ist ein bisschen blöd, ne? Tresen, hier ist so eine schwarze Couch. Zeig mal die schwarze Couch. Ist die deutlich besser? Warte mal, die hat 1,5% und die hat, oh, die hat 3%. Wisst ihr was? Dann nehmen wir mal die schwarze Couch und das Ding wird hier wieder verhökert, dieses komische hässliche Ding da. Und da stellen wir die schwarze Couch hin. Sieht ein bisschen komisch aus, aber so. Ansonsten, was haben wir noch so an Deko-Objekten hier? Den großen Konferenztisch haben wir noch nicht, Tischnetzblatt haben wir auch nicht. Okay, haben wir mal ein bisschen Deko gemacht hier. Gibt es noch ein größeres Gebäude, ne? Das ist noch nicht das große, ne? Hier ist noch ein noch größeres, guckt mal hier. Da können wir 50 Arbeitsplätze haben. Jetzt haben wir allerdings die 20 wirklich verballert schon, ne? Alles 20 hier voll. Wir lassen uns weiterlaufen, damit hier nicht die ganze Zeit flöten geht. Und zwei Krankenmeldungen. Jerry Brown und Amanda Cruz. Jerry Brown und Amanda Cruz. Achso, einmal ein Manager und einmal eine Schnittstellenarbeiterin. So, wir haben einen Auftrag nochmal rausgepickt und hohe Dringlichkeit können wir aber aktuell nicht machen, da wir nämlich hier Schnittstellenmodule nicht ordnungsgemäß herstellen können. MRD Friends steigt und steigt und steigt. So, verbessern können wir es. Oh doch, wir können die Webstarts wieder verbessern. Das haben wir noch geschafft. Haben wir noch mal 10% Hype drauf, haben wir schon 30% Hype. Und jetzt geht es hier hoch mit dem Ganzen. So, einen Auftrag gucken wir uns noch an gerade und können wir auch nicht machen, weil wir hier wie gesagt nicht darauf kommen, solange wie sie krank ist. Brechen wir mal ab. Wir brauchen aktuell auch keine Aufträge, ganz ehrlich. Und da wir allerdings auch schon andere Sachen, also fortgeschrittene Sachen machen können, könnten wir natürlich auch überlegen, ob wir nicht noch ein weiteres Produkt so langsam anfangen. Wir könnten natürlich auch warten, bis AI mit der Forschung fertig ist für die Plattform, aber aktuell haben wir eh kaum Features, also lohnt sich das sowieso nicht. Neues Produkt, wie wäre es damit? Wir machen ein neues Produkt. Wie wäre es mit einer Einkaufsplattform, einen Shop, oder kann man auch kein Payment-System drin? Hm.
Streaming-Dienst, Videoplattform. Was brauche ich denn dafür? Also gut, klar, ich brauche natürlich einiges, aber. Was soll man machen, Leute? Soziales Netzwerk haben wir schon. Machen wir erstmal Streaming, Einkauf. Soziales Netzwerk haben wir. Ich möchte jetzt einen Streaming-Dienst haben. So, ich nehme natürlich das Nitrosoft Plattform 2005. Und der Streaming-Dienst heißt kaufen wir ein bisschen was ab, MHD Prime, ja, tun wir ein bisschen was. Oder MHD TV einfach als Streaming, ja. So, machen wir weiter und ihr seht, dass wir könnten jetzt für Web, Mobile oder Desktop entsprechend Startseite und Login-System einbauen. So, wir wollen aber wie gesagt Streaming-Dienst und den brauchen wir hauptsächlich nur für Web, ganz ehrlich. 95% ist Web, dann machen wir nur für Web. Und zwar für Web, die Startseite und das Login-System. So, mehr gibt's nicht. Das müssen wir jetzt implementieren. Wir haben sogar alle Module dafür da, um das sofort implementieren zu können. Und das machen wir und starten sofort dieses Teil. Der Hype liegt bei 10%. So. Wir starten bei Tag 98 und kriegen sofort die ersten Nutzer rein natürlich. Könnt jetzt natürlich sofort irgendwelche Sachen verbessern, die Startseite zum Beispiel. Zack. Den Hype erhöhen. Ja. So, wenn wir jetzt Hosting können wir auch schon bald verbessern, können wir jetzt auch demnächst dann theoretisch was machen, brauchen wir aber aktuell nicht. So, zum Tageswechsel und MAD Friends, MAD TV. Bringt natürlich alles Geld ein, kostet natürlich auch alles Geld, aber wir haben schon 100 Nutzer auf MHD TV, ihr seht. Die bringen uns aber jetzt schon $5 ein pro Tag und verbessern können wir hier noch nichts wieder. Sie macht Schnittstellenmodule, ich bräuchte Backend-Module, 2 Stück, um das Login-System zu verbessern. Dann macht die mal bitte. So, klar, Backend-Komponenten müssten wir jetzt erstmal wieder ein paar haben. Okay, dann mach du mir mal User-Interface bitte. Wo, das kann auch wer anders machen, glaube ich, ne? Kannst du das hier drüben auch machen? Nein. Dann mach du mal weiter Backend erstmal. Du machst die User Interface, genau. Netzwerk, ja, kann auch mal laufen lassen. So, bei der Grafik müssen wir mal umstellen, definitiv, weil ansonsten haben wir bald keine mehr. Schnittstellen, solltest du nicht Backend machen? Ach, du hast aktuell keinen Manager, der dich verwaltet. Warum eigentlich nicht? Wieso, der wird doch verwaltet? Automatisch wiederholen. So. Okay, gut. Gut. Dann läuft's ja. So, aktuell können wir eigentlich hier den Vertriebsleiter rausnehmen, dann tut er bei anderen den Speedbonus erhöhen. Und der macht die virtuelle Hardware immer noch am Gro. Können wir mal hier auf Betriebssystem wechseln. Sobald er die 15 hat, warten wir noch, bis er 15 hat. Naja gut, dann hat er jetzt am nächsten Tag die 15. Obwohl, doch, hat er noch geschafft. Warum arbeitet denn der noch? Aha, du hast noch gar keine angepasste Arbeitszeit. Gibt es ja wohl nicht. So. Alles klar. Sollten hoffentlich wieder alle hier in der richtigen Zeit arbeiten. Nein, die beiden Manager arbeiten noch falsch von der Zeit her. So, 8 bis 15 und der andere Manager auch noch. 8 bis 15. Freunde hier. So nicht. So nicht. Hier wird nicht falsch gearbeitet von der Zeit her. So, alle haben eine 8, alle haben eine 15. Sehr gut. Eh bald wieder Urlaubszeit dran, aber noch nicht. So, also wir machen einen Tagessprung und machen hier immerhin schon mal Geld. So, MHD TV flacht dann bestimmt bald wieder ab. Allerdings können wir das Login-System verbessern und den Hype 32 hochknallen. Und sehr schön. MHD Friends hat immer noch einen 27er Hype. Läuft also auch immer noch vor sich hin. Ja, man kommt gar nicht so schnell nämlich hier voran, wie man immer denkt. So, dann brauche ich Backend-Module. So, Schnittstellen habe ich jetzt schon wieder 10 Stück. Machen wir mal ein paar Frontend-Module. Wir brauchen natürlich Module am laufenden Band. Wir brauchen einen weiteren, aber hier leitenden Entwickler auf jeden Fall. Einen dritten, der uns nämlich die fortgeschrittenen Komponenten dann Module. Ich brauche jetzt wirklich schon einen fortgeschrittenen. Ich suche jetzt direkt nach einem fortgeschrittenen einfach mal. Und schauen wir mal, meine, unsere Bürowertung hier liegt bei 71,1%. Ja, also viel besser geht es ja gar nicht.
Beim nächsten Level kriegen wir übrigens dann hier die mittlere Rentenversicherung rein, die den Bonus nochmal um 10% hochknallt. Denn der Bürobonus ist auch für die Statistik hier wichtig. Guck mal hier, Geschwindigkeit, also die Grundgeschwindigkeit, der Bürobonus und die Stimmungseinschränkung, Produktivität. Bei denen hinten sieht es nochmal ganz anders aus, da kommt nämlich noch der Managerbonus dazu. Und also ihr seht, ne, ist schon vieles dabei. So, wir kriegen die ersten Bewerbungen rein und für einen leitenden Entwickler der fortgeschrittenen Stufe. Und da schauen wir mal rein. Guck mal hier, 214% Geschwindigkeit, die ist natürlich der Hammer. Kostet natürlich einen Haufen Geld, aber die ist Eleanor Cross ist schon mal definitiv, du fliegst schon mal sofort raus hier. Du auch. Ne, du fliegst weg. So, die 214, die ist mir nämlich schon mal sehr, guck mal hier, 214 für 9,5 sagen wir mal und hier 202 für 11,5. Ja, das ist schon mal definitiv besser. Machen einen Tageswechsel und wir haben keine neuen Bewerbungen bekommen. MAD Friends wird übrigens schon fast 1000er produzieren pro Tag hier, abzüglich natürlich der Dings. So, ich glaube, wie viel lange haben wir noch? 4 Stunden. Na, die können wir noch abwarten. Die warten wir noch ab, bis das hier abgeschlossen ist, die Rekrutieren, also die Bewerbungsfrist quasi. Weil ich denke, da wird keiner mehr kommen. Aber gucken wir mal. Vielleicht haben wir ja Glück. Aber ich glaube nicht. So. Und Bewerbungsfrist ist abgelaufen. Und wir entscheiden uns für Eleanor Cross. Mit 214% Geschwindigkeit ist sie wahnsinnig schnell unterwegs. Und die wollen wir haben. Und der Rest nicht. So, die setzt sich jetzt nämlich dahin. Und die kann jetzt nämlich auch die hier hinten machen. Bis hierhin. 1, 2. Oh, die kann viele machen. Aber gut, die kann sie nicht alleine machen. Da brauchen wir definitiv noch mehr später. Wir brauchen dann auch wieder Module dafür, um diese Module herzustellen. Also brauchen wir sogar schon 2 Module, um ein Modul herzustellen. Also schon, ja. Hier sind nur Komponenten. Also einige sind schon echt heftig. Aber ja gut, was soll man machen, ne? Was sie allerdings machen kann, erstmal kriegt sie den Manager verpasst. So, du kriegst erstmal direkt diesen Manager hier zugewiesen. Dann kriegst du deine Arbeitszeit geändert von 8 bis 15 Uhr. Na, Statistik, wie schnell sie arbeitet, ne? 429%. Ihr seht, guck mal jetzt hier, normalerweise 14 Stunden, sie braucht 3,3 Stunden. Hier sind es 3,7. Also sie ist durch ihre Geschwindigkeit trotzdem so schnell unterwegs mit den Komponenten. Das ist Hammer. Ja, jetzt weiß ich gar nicht, was lassen wir sie denn jetzt machen, weil eigentlich haben wir noch keine Forschung, wo wir das überhaupt benötigen, aber wir haben sie schon mal. Wir haben sie. Das ist schon mal sehr gut, auf jeden Fall. So, wir haben schon über 1000 Nutzer übrigens hier für unser MHD-TV und wir könnten sogar wieder was verbessern, weil den Hype nochmal hochknallen. Ich würde das Login-System nochmal gerne verbessern. Hype nochmal plus 14. Und die Website machen wir, die Startseite machen wir danach. Können wir sogar hinterher schieben. Haben wir einen Hype von 55. Und das müsste jetzt natürlich das Ding hochrattern lassen, bis zum geht nicht mehr hier. Jetzt haben wir den Hype hier natürlich extrem hochgeschoben bei MHD TV. Und hier können wir allerdings nichts verbessern, weil wir hier entsprechende Module nicht haben. Und hier wäre das Login-System das nächste wieder. Da bräuchten wir noch 2 Authentifizierungsmodule. Und weißt du was, das geben wir ihr jetzt mal und das kann sie einfach mal machen. Mit ihrer Geschwindigkeit hat sie die in 10 Stunden fertig, die 2 Dinger. So. Ich weiß gar nicht, was ich mir gerade mit dem Ton jetzt gerade sagen wollte, der gerade kam. Keine Ahnung, aber so, einen zweiten Forscher könnten wir uns allerdings noch besorgen. Einen zweiten Forscher und dann hätten wir alles. Oder wir lassen den Platz frei und nehmen den für einen Vermarkter. Denn einen Vermarkter haben wir ja auch noch nicht. Ne? Wollen wir stattdessen lieber einen Vermarkter machen? Wir machen stattdessen lieber einen Vermarkter, kommt. Dazu setzen wir diese Wand hier um.
Hab da so einen kleinen Plan jetzt, nehme ich. So. Diese Wand natürlich auch. Diese Wand. Dann müssen wir das hier, obwohl, nee, dann machen wir dazu und machen hier den Eingang. Genau, der Tisch wird versetzt. Da machen wir jetzt eine geschlossene Wand hin. So, wollen wir hier nämlich wieder etwas Anpassung fabrizieren. So. Weg damit. Weg. Ich kann es nicht mehr abwählen. Machen wir einen Tageswechsel. So. Ah, okay. Ich könnte mit Escape zumindest wegmachen. So, also ich brauche ja noch hier die Zwischenwand. Da muss natürlich ein T-Stück rein. Machen wir die Zwischenwand mal aus Glas einfach. So. Da muss dann allerdings ein T-Stück rein. So. Nehmen wir das T-Stück und hoffen, dass es gut reinpasst. Ja, sehr gut. So. Haben wir hier so ein Doppelbüro, haben wir hier einmal einen Forscher. Und da machen wir den Vermarkter rein. Und dann haben wir nämlich auch alle Personalzweige zumindest abgedeckt schon mal. Holen wir uns einen Anfängervermarkter und schauen wir uns den einfach mal an. Ein Kandidat ist schon direkt aufgeploppt, quasi direkt beworben. Und mach mal noch ein Authentifizierungsmodul. Du könntest aber auch automatisch wiederholen machen, ne? Musst du aber nicht. Alles klar. So, wir brauchen auch noch einen weiteren Entwickler und einen weiteren Designer. Du kannst mal wieder umspringen hier auf das nächste. So. Ich glaube, ich überziehe schon wieder maßlos diese Folge, weil ich gar nicht auf die Uhr gucke. Und gut, ich bedanke mich, dass ihr da wart, Leute. Ich hoffe, ihr hattet hier sehr viel Spaß bei uns und würde mich sehr freuen, wenn ihr morgen wieder einschaltet. Ich bedanke mich und sage ciao, tschüss und bis morgen. Tschüss!